Herzlich willkommen bei Palette Cut zu unserem Tipp des Monats. Heute Fliesentafeln. Habt ihr auch schon davon gehört? Es soll eine kleine, aber feine Funktion im Palette-Programm geben, mit der das Fliesenverlegen unglaublich schnell geht. Als ich davon gehört habe, habe ich mich sofort auf die Suche gemacht und bin fündig geworden. Hier in den Objektkatalogen gibt es zwei spezielle Ordner. Einmal die Fliesentafeln, die haben individuell unterschiedlich breite Fugen. Und es gibt die Fliesentafeln mit gleicher Fugenstärke. Alle Tafeln darin sind frei miteinander kombinierbar, weil alle Fliesen mit dem gleichen Abstand von 4 mm verlegt worden sind. Die Handhabung könnte nicht einfacher sein. Ich suche mir zum Beispiel eine Bodenfliesentafel aus und ziehe sie mit Drag and Drop in meine Planung. Fertig. Mit den Wandfliesentafeln geht es genauso einfach. Euer Wunschmodell könnt ihr entweder neben den Raum ziehen, um alle Wände zu belegen, oder gezielt auf einzelne Bereiche, um diese zu betonen. Und auch an Kombinationen aus deckenhoher und halbhoher Verfliesung haben unsere Entwickler gedacht. Das alles könnt ihr sogar dann verwenden, wenn ihr die Palette Cut Fliesentechnik gar nicht auf eurem Rechner habt. Apropos, mit dem Verlegemodul wird's noch besser. Da könnt ihr euch nämlich so viele eigene Fliesentafeln anlegen, wie ihr möchtet. Einfach den gewünschten Wandbelag zusammenstellen und mit diesem Schalter abspeichern. Wie wäre es zum Beispiel mit einem ausgefallenen Hexagonalmuster für die Dusche? Einmal Drag and Drop. Fertig. Oder lieber eine halbhohe Verfliesung mit Bordüre und Putz. Auch kein Problem. Aber warum eigentlich immer im Bad bleiben? Böden in Wohnzimmer und Flur lassen sich auf diese Weise genauso schnell belegen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem schönen Fischgrätparkett? Und was ist mit Küchen? Da zieht ihr einfach zuerst eine Putzfläche in den Verlegebereich, dann einen Streifen mit Fliesen und darüber wieder Putz oder Tapete. Speichert das Ganze in eurer Ablage und werdet so zum schnellsten Küchengestalter auf dem ganzen Kontinent. Krass! Mit dem Verlegemodul könnt ihr die Tafeln, wie jeden anderen Fliesenbelag auch, nachträglich an spezielle Gegebenheiten eurer Planung anpassen oder in jeder erdenklichen Form spalten. Um zum Beispiel die Fliesen in einem Teilbereich wieder zu entfernen. Trotz des Namens müssen auch nicht unbedingt Fliesen in den Tafeln enthalten sein. Von Steinstrand bis Steinwand ist dabei alles möglich. Und wo wir gerade beim Thema sind, durch die sogenannte Formbordüre könnt ihr auf die Tafeln neben Putz oder Tapete auch gleichzeitig dreidimensionale Fuß- und Deckenleisten mit aufziehen. Damit stellt ihr beim Gestalten eurer Räume regelmäßig neue Geschwindigkeitsrekorde auf. Versprochen. Jetzt fragt sich der eine oder die andere unter euch bestimmt, was sind denn Formbordüren? Dazu findet ihr weltexklusiv zum ersten Mal in einem Tipp des Monats hier oben einen Link, der euch direkt zur Lektion Formbordüre selbst erstellen aus unserem hochaktuellen Online-Kurs Fliesentechnik bringt. Alle diejenigen unter euch, die das Verlegemodul haben, können sofort nachbauen, was dort Spannendes gezeigt wird. Aber auch für die, die die Fliesentechnik noch nicht ihr eigen nennen, lohnt sich ebenfalls ein Blick. Schließlich schreitet das Jahr voran und so langsam muss man sich Gedanken machen, was man denn zu Ostern geschenkt haben möchte. Und wo wir schon bei Geschenken sind, um es mit den unsterblichen Worten unseres Entwicklungsleiters Frank zu sagen, ja muss ich denn verrückt sein, ich leg noch einen drauf, könnt ihr hier oben gleich noch eine Lektion aus dem Kurs sehen, in der es um die Besonderheiten und Variationsmöglichkeiten beim Arbeiten mit den Fliesentafeln ohne Fliesen geht. In diesem Sinne, viel Spaß mit den ersten Easter Eggs des Jahres und bis zum nächsten Mal.